Benjamin Reichert die anhaltenden Diskussionen über das mögliche Ende der Kombination im alpinen Skisport kritisiert. Der 40-Jährige beklagt die fehlende Attraktivität der Disziplin, sieht aber sowohl die FIS als auch die Athleten in der Schuld. Bei der WM 2005 in Bormio krönte sich Reich zum Weltmeister in der Kombination. 2 Jahre später gewann er hinter Daniel Albrecht Silber, damals hieß der Bewerb allerdings Superkombination. Jetzt kennt sich keiner aus, was es für Formate gibt, beklagt Reich im Gespräch mit der kleinen Zeitung mit Hinblick auf City, Parallel und Team Events. Die Forcierung dieser kurzweiligen Rennen soll zur Folge haben, dass die Kombination gänzlich aus dem Weltcup-Kalender verschwindet. Die Anzahl der Wettkämpfe hat in den vergangenen Jahren drastisch abgenommen, was Reich ein Dorn im Auge ist. Geben sollte es sie nur, wenn sie richtig ernst genommen werden, sagte er. Wenn du etwa 7 Rennen pro Saison hast, wird wieder gescheit trainiert, es gibt auch wieder gescheite Interviews. Benjamin Reich, Athleten sind selbst schuld, da es heute kaum noch klassische Allrounder gibt, trainieren die Athleten kaum beide Disziplinen. Wenn alle kommen und sagen, ich habe nie Slalom trainiert und ich habe nie Abfahrt trainiert, das kann ich nicht mehr hören, ärgert sich Reich. Und weiter, die Athleten sind zum Teil selbst schuld, weil ihnen nicht bewusst ist, was es heißt, wenn sie sowas sagen. Der größte Irrglaube liege für Reich darin, dass Athleten um ihre starken Disziplinen fürchten, sollten sie sich in anderen Rennen versuchen. Mir haben ja auch viele gesagt, als ich Abfahrt und Super-G dazu genommen habe, du wirst im Slalom und Riesentorlauf abstürzen. Und was war? Das Gegenteil ist passiert. Ich bin besser geworden, hielt Reich fest. Die erfolgreichsten österreichischen Athleten bei Olympischen Winterspielen Anna Veit und Marcel Hirscher führen das 105-köpfige Aufgebot für die Olympischen Spiele in Pyeongchang an. Box zeigt euch die österreichischen Rekordmedaillengewinner bei Winterspielen. Platz 9, Mario Stecher, nordische Kombination, 2x Gold, 2x Bronze. Platz 9, Benjamin Reich, Ski Alpin, 2x Gold, 2x Bronze. Platz 5, Marcel Hirscher, Ski Alpin, 2x Gold, 1x Silber. Platz 5, Tode Joachim Beiser, rechts, Ski Alpin, 2x Gold, 1x Silber. Platz 5, Andreas Mal Gold, 1x Silber. Platz 4, Hermann Mayer, Ski Alpin, 2x Gold, 1x Silber, 1x Bronze. Platz 3, Tony Saylor, Ski Alpin, 3x Gold. Platz 2, Thomas Morgenstern, Skispringen, 3x Gold, 1x Silber. Platz 1, Felix Gottwald, nordische Kombination, 3x Gold, 1x Silber, 3x Bronze. Er wolle die Kombination keineswegs mit Gewalt halten, er wünsche sich aber mehrere Rennen, dann komme die Relevanz der Kombination automatisch.